Hallo Slotblock-Freunde, wir machen weiter in unserem Experimentierlabor in Bezug auf den Prototypen eines Getriebekastens, Achsträger, Getriebehalters für alle Carrera Digital 124 Slotcars. Wir haben jetzt hier auf dem Tisch, wo ist er? Ich habe jetzt hier auf dem Tisch nochmal aufgerüstet. Wir hatten ja im Einsatz den Frankenslot-Getriebekasten mit zwei Kugellagern. Es gibt noch einen anderen Hersteller, Slot Invasion, der auch einen Getriebekasten hat. Habe ich jetzt auch mal Kugellager rein. Und wir hatten im letzten Video unseren Prototypen aus Aluminium gefräst als Achsträger, Getriebehalter für unser Fahrzeug. Im Endergebnis, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke es euch oben, aber Ergebnis verrate ich euch trotzdem mal. Wir waren hier mit dem etwas langsamer und unsere Vermutung war, dass es einfach an dem Gewicht liegt, dass das Aluminium mit sich bringt. An das Thema Gewicht sind wir jetzt mal rangegangen und auch an das Thema Farbe. Und hier haben wir jetzt einen zweiten Prototypen. Und den werden wir jetzt heute testen. Einmal auf der Waage und dann auf der Bahn. Und wir machen gleich einen neuen Versuch. Ihr wisst vielleicht schon, die beiden Getriebeträger kann ich so einbauen, dass ich eine gefederte Hinterachse in meinem Carrera Digital 124 Fahrzeug habe. Und das werden wir heute auch ausprobieren, aber nochmal anders als bei den beiden Herstellern hier. Ich habe hier vier Federn, das heißt, wir können hier mal testen, wie es ist mit vier langen Schrauben und vier Federn. Frankenslot arbeitet mit zwei Federn und einem Gelenk hier vorne. Dann Slot Invasion arbeitet anders. Die haben hier hinten einen beweglichen Gegenhalter, der mit einer Blattfeder dann für die Federung sorgt. Und jetzt noch eine ganz andere Variante und ich nehme euch wieder mit. Wir wollen zusammenarbeiten. Was taugt das Ganze und kriegen wir das irgendwie marktreif hin? Aber ich kann es auch schon mal vorwegnehmen. Es wird hier nochmal eine leichtere Version demnächst geben. Fangen wir nochmal an mit der Gewichtskontrolle. Ich habe hier die Kugellager drin, weil die ja verklebt sind, damit das Ganze schön läuft. 3,8 mit Kugellager beim Frankenslot. Slot Invasion auch mit Kugellager. 4,9. Dann unser Monster aus dem letzten Test, unser Schwergewicht 10,1 und wir kommen jetzt zur neuen Version des Prototypen. Wir haben hier jetzt im Unterschied hier oben was gemacht, es sind jetzt Kühlrippen drauf. Wir haben noch andere Möglichkeiten, das Gewicht weiter zu reduzieren und wir sind jetzt bei 9,7. Also immer noch mehr als doppelt so viel Gewicht wie bei diesen Kunststoffteilen, aber wir schauen jetzt mal, ob diese Gewichtsersparnis schon messbar ist und vor allem, ob die Federung funktioniert. Ich habe jetzt mal hier in den neuen Getriebekasten die Achse eingebaut, optisch, also die rote Farbe für mich richtig schön. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob die Farbe im Endstadium euch gefällt, aber Endstadium, da sind wir noch weit davon entfernt. Wir müssen ja erstmal schneller sein. Um das rauszufinden, ob wir schneller werden, habe ich jetzt hier auch wieder exakt eingestellt. Mit diesem Plättchen von Slotting Plus haben wir jetzt hier ein Spiel von 0,2 eingestellt. Das hatten wir in den anderen Tests auch. Also minimales Spiel letztendlich drauf, wobei ein bisschen weniger wird auch noch gehen. Es sind noch andere Plättchen vorhanden. Die Reifen, an denen haben wir nichts gemacht. Man sieht, ich habe jetzt hier nicht das beste Paar. Dieser Ortmann 18KD hat sehr viele Luftblasen drin. Ich habe einfach einen rausgezogen und ihr seht auch, dass der Reifen noch nicht 100% eingefahren ist. Wir haben immer noch glänzende Stellen, aber der ist so aus dem letzten Test raus und somit kann man direkt loslegen und die Rundenzeiten vergleichen. Tobias fährt uns jetzt mal hier den Test. Wir sind jetzt hier schon in Runde 60 unterwegs. Wir sind wieder auf der Spur 2. Wir haben alles konstant gelassen, auch wenn die Videos jetzt hier auf dem YouTube-Kanal mit ein paar Tagen dazwischen unterschiedlich hochgeladen wurden, haben wir jetzt hier mit dem Test direkt angeschlossen an das erste Video. Von dem her haben wir auch gleiche Voraussetzungen. Das Auto fährt auf den gebrauchten Ortmann-Reifen, wie man es erwartet, hat jetzt nicht den optimalen Grip. Man sieht immer wieder in den Kurven, wie das Heck rausgedrückt wird. Der Grip nicht ausreicht, um das Auto sauber auf der Spur zu halten. Damit muss der Tobias umgehen, damit wir hier nicht aus dem Slot rausfliegen. Abflüge habe ich jetzt bei diesen ganzen Runden noch keinen einzigen beobachtet. Das ist schon mal positiv zu sehen. Und die Rundenzeiten schauen wir uns jetzt dann einfach an, wenn die 100 Runden voll sind. Wir sind in Runde 92 bzw. jetzt in der 93. Runde. Die Rundenzeit, die wir jetzt aufgenommen haben, zeige ich euch gleich am Rechner. Ich zeige euch nur jetzt, wie es aussieht, wie sich das Auto auf der Strecke verhält. Die Reifen sind nicht mehr abgezogen. Die haben jetzt wirklich viele Runden drauf.
Man sieht, dass man auch ohne geschliffene Reifen eigentlich ganz gut fahren kann. Man kann natürlich das weiter optimieren, aber das soll jetzt in dieser Testreihe nicht das Thema sein. Im Gegenteil, wir wollen ja ausprobieren, wie alles funktioniert mit Reifen, die eben nicht geschliffen sind, die nicht hochpoliert sind und jetzt im Moment auch nicht abgezogen sind. Wir wollen jetzt am Schluss noch rausfinden, welche Rundenzeiten einigermaßen konstant zu fahren sind. Interessant ist aber wirklich, dass jetzt in diesen 100 Runden nicht ein einziger Abflug passiert ist. Das bedeutet auch wirklich, dass das Auto richtig satt im Slot liegt vorne. Das ist schon mal gut. Was uns noch nicht so gefällt, ist die Hinterachse vom Grip her. Aber das ist jetzt weniger ein Problem vom Getriebekasten, sondern vielmehr von den Reifen. Werten wir die Sache mal aus. Wir haben ja mit dem Frankenslot Getriebekasten das letzte Mal eine 11,58 als schnellste Rundenzeit hingelegt. Wir haben im Vorfeld jetzt auch noch mal getestet, wie es heute ist, weil ein Tag ja doch dazwischen ist, zwischen den beiden Tests. Da haben wir jetzt auch wieder eine 11,5 gefahren, eine 11,59 in dem Fall. Also es ist wirklich konstant. Wahnsinn, dass es so genau ist. Hätte auch ein bisschen unterschiedlich sein können, aber sehr gut für unseren weiteren Test, weil wir echt sagen können, dass sich die Verhältnisse hier nicht geändert haben. Jetzt kommen wir zu unserem rot eloxierten Getriebekasten. Wir sehen hier, der Tobias hat 100 Runden mal schnell draufgezimmert auf die Bahn. Das ist die letzte Rundenzeit, Runde 100 mit einer 11,7. Und hier interessant jetzt für uns der Wert in Runde 94, das heißt mit Reifen, die schon, ja, nicht, die waren lang nicht abgezogen in der Runde 94. Ich glaube, so im Runde 70er Bereich hatten wir das letzte Mal die Reifen gereinigt und abgezogen. Und mit nicht abgezogenen Reifen war aber dann die schnellste Rundenzeit hier möglich mit einer 11,662. Die 11,66, die bedeuten jetzt, dass wir nur noch einen Unterschied haben von einem Zehntel oder 8 Hundertstel, also fast nichts mehr. Natürlich muss man auch wieder hochrechnen, ein Zehntel pro Runde. Hier bei 135 Runden kommt auch wieder was zusammen, was man dann insgesamt verliert, was relativ hoch ist. Aber nächsten Faktor, den wir kontrollieren wollen, ist, was war denn konstant möglich? Und da ist auch der letzte Bereich interessant. Es sind immer wieder 11,6er Zeiten aufgetaucht, tiefe 11,7er Zeiten. Und wenn wir uns da erinnern, wir haben ja auch mit dem Frankenslot Getriebekasten diesen Test gemacht. Und da sind wir dann mit Reifen, die nicht mehr im perfekten Zustand waren, im 11,6er Bereich unterwegs gewesen. Also hier sind wir dran, würde ich mal sagen, in den konstanten Bereich, dass sich das schon gar nichts mehr nimmt. Wir haben jetzt hier noch verschiedene Möglichkeiten, mit dem Getriebekasten zu arbeiten. Ich habe jetzt mal die Federung eingebaut. Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige es euch am besten, indem ich nochmal eine Feder mit Schraube ausbaue. Es ist so, dass hier sehr lange Federn im Moment benötigt werden. Hier werden wir aber natürlich auch noch was ändern. Das hatten wir auch schon mal hier, diese Höhe vom Getriebeblock viel zu groß. Die Schraube hinten hat die Feder, dann geht es hier rein in die Originalbuchse und jetzt drehe ich hier die Feder ein samt Schraube. Es ist so, wenn die Feder zusammengedrückt wird, da ist immer der Irrglaube, dass sich die Federhärte ändert, aber das sind ja lineare Federn. Das heißt, diese, egal wie weit ihr die zusammendrückt, die Kraft, die ihr dazu braucht, ist immer konstant über den ganzen Federweg. Von dem her ist es egal, ob ich die jetzt hier weiter reindrehe oder eben nicht so weit. Wichtig ist nur, dass halt der Kontakt schon gegeben ist zwischen dem Schraubenkopf und der Feder und unten zwischen Getriebekasten und Feder. Und in diesem ganzen Bereich ist dann die Kraft immer konstant, die ich aufwenden muss, um die Feder zu betätigen. So, dann bewegen wir das mal. Wir sehen, dass sich jetzt der Getriebekasten hier schön bewegen lässt an allen Punkten. Das ist jetzt ein Unterschied zu den anderen Herstellern, Frankenslot oder auch Slot Invasion. Ob das Ganze was bringt, werden wir jetzt gleich sehen. Ganz bequem von unserer Tribüne aus beobachten wir unseren Testfahrer bei den ersten Runden mit 4-Punkt-Federung, so nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Und wir beobachten das Auto, sehen wir Unterschiede in den Kurven, auf der Geraden. Ich würde sagen, wir beobachten noch ein paar Runden weiter. Fahrgeräusch finde ich jetzt nicht, dass sich verändert hat. Warum habe ich jetzt gesagt, auch das Auto auf der Geraden beobachten? Hier ist ja der Fall, wir sind ja hier auf Carrera-Schienen unterwegs. Die haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Wir haben in den Räumen kalt, warm, Jahreszeitenwechsel. Das heißt, dieser Kunststoff, der bewegt sich auch, verformt sich mit der Zeit und man hat Wellen in der Bahn. Und hier sorgt dann die Federung dafür, diese Unebenheiten auszugleichen. Also was auffällt ist, dass in den Kurven das Heck kommt und praktisch nur, ja, wie soll man sagen, waagrecht rausrutscht auf der Bahn und nicht mehr springt. Man kann das besonders beobachten hier jetzt, hier in dieser ersten Kurve nach Start-Ziel. Hier kommt das Heck deutlich ruhiger rum. Die Frage ist jetzt, bringt uns das was in Bezug auf die Rundenzeit? Ist es messbar oder ist es rein subjektives Gefühl, das man hier hat als Beobachter bzw. natürlich auch als Fahrer? Wir haben jetzt in Runde 143 eine neue Bestzeit, 11,54. Das ist jetzt schneller als die Zeit mit dem Frankenslot-Getriebekasten ohne Federung. Aber was hier wirklich interessant ist, ist das hier. Wir sehen, dass das jetzt nicht nur ein Ausreißer war, sondern dass wir hier konstant im 11,5er-Bereich unterwegs sein können. Und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, mit was wir vergleichen. Ich habe jetzt im Kopf die 11,5er-Zeit vom Frankenslot-Getriebekasten, aber der hatte ja da keine Federung. Somit konzentrieren wir uns jetzt einfach mal weiter auf unsere weitere Entwicklung hier mit unserem Getriebekasten. Ziehen die Reifen nochmal ab und versuchen einfach jetzt nur mal noch weiter zu fahren und überlegen dabei, was wir jetzt noch anstellen können. Auftrag erledigt, schnellste Runde ist gefahren. Perfekt. Dem Werksfahrer gibt man einen Auftrag, schnelle Runde fahren. Man gibt ihm eine Zeit vor, in dem Fall war es eine 11,5 eigentlich, aber der hat es gleich wieder übertrieben und ist gefahren eine 11,47 in Runde 162. Und damit lassen wir es jetzt mal stehen. Also wir können sagen, dass das Auto schneller ist. Und es bestätigt sich das, haben wir mit Tobias jetzt auch noch mal besprochen, er liegt in den Kurven einfach ruhiger durch die Federung. Jetzt ist es so, dass wir hier einen Stand haben. Wir sind jetzt mal besser geworden, aber ich bin noch überhaupt nicht zufrieden, vor allem mit dem Fahren ohne Federung. Da muss noch mehr gehen und wir gehen dann in die Version 3 rein. Ein paar Veränderungen haben wir schon im Kopf, die werde ich jetzt gleich mit dem Konstrukteur dann noch besprechen. Und dann wird es natürlich den nächsten Teil geben und wir hangeln uns immer weiter in das Tuning von diesem Fahrzeug, beziehungsweise dieser Getriebekasten soll ja in alle anderen Carrera Digital 124 Fahrzeuge auch reinpassen. Da müssen wir natürlich dann testen, dann können wir noch verschiedene Federhärten testen. Das sind noch 1000 Möglichkeiten jetzt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, dass ich euch so mitnehme in diese Produktentwicklung, um dieses Teil weiterzuentwickeln. Und ich hoffe natürlich, dass wir die Rundenzeit immer weiter nach unten bekommen. Reifen ist natürlich auch noch ein Thema. Reifen in Kombination mit diesem Gewicht auf der Hinterachse, da kann man über den Schliff dann noch was machen. Aber wir lassen mal alles konstant und kümmern uns jetzt nur mal um unser Getriebekasten und die Federung. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder mit dabei. Kanal abonnieren, Carrera Digital Videos verlinke ich euch hier in der Playlist. Und wir sehen uns dann. Bis bald, euer Roland von slogblog.de. Tschüss.